Halb vier ist hier im Innenstadtbereich von Münster ein PKW in eine Außengastronomie gefahren. Aktuell haben wir 3 Tote zu beklagen, 20 Verletzte, davon 6 schwer verletzt. Der Fahrer des Fahrzeugs hat sich augenscheinlich selbst gerichtet in dem Fahrzeug. Hintergründe der Tat sind aktuell noch völlig unklar, dahingehend dauern die Ermittlungen noch an. Man vermutet oder man hört die Kanäle, dass es eventuell Sprengstoff im Auto gegeben haben soll. Kann man das bestätigen? Wird die Stadt evakuiert? Aktuell wird der Bereich um die Unglücksstelle evakuiert. Möglicherweise befindet sich ein verdächtiger Gegenstand in dem Fahrzeug, aber dahingehend dauern auch die Ermittlungen, um was für einen Gegenstand es sich handelt. Eine Kurden-Demo war für heute angekündigt. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Aktuell haben wir keine Erkenntnisse darauf, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen der Kurden-Demo und diesem Ereignis.